die Lidl Isomatte, eine Low-Budget-Schlafmatte. Wenn du auf Lust hast, dann bleib da einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Das hier ist eine Isomatte, selbst aufblasend von Lidl mit der Marke Krivit, heißt das glaube ich. Discounter bringen ja gerne mal günstige Sachen für die Festival- und Campingsaison, die natürlich jetzt langsam ansteht, in den Umlauf für günstiges Geld, damit man die mal mitnimmt, wenn man dort sowieso einkauft. Und ich habe das letztes Jahr bei Lidl gemacht und möchte euch heute 4 Produkte vorstellen, was ich genau von denen halte und ob sich für dich, für diese Camping-Festival-Saison oder mehrere Saisons das lohnt. Dafür gehen wir erstmal zusammen die Grunddaten durch. Wir haben hier eine selbst aufblasende Isomatte, das heißt, man macht das Ventil auf und die füllt sich langsam durch Unterdruck mit Luft, wo drinnen noch ein Schaumstoff zwischen zwei Polyesterschichten eingeschlossen ist. Das ganze Ding wiegt knapp 1,1 Kilo, kostet 11,99, 12,99 irgendwo in dem Preisbereich, solange Lidl da nichts dran ändert. Kommt in der wunderschönen Farbe Orange daher, hat ein relativ großes Packmaß, das für so selbst aufblasende Campingmatten aber relativ normal ist. Ist nicht zugeschnitten, sondern einfach nur rechteckig. Das heißt, ihr habt zwar mehr Platz drauf, ihr spart aber natürlich auch kein Gewicht ein, wie es zum Beispiel bei selbst aufblasenden Trekkingmatten gerne mal der Fall ist. Wir haben hier 2 Straps, ne, seht ihr, damit, wenn ihr die einrollt, die einfach so ein bisschen so bleibt, ist ganz nett. Vor allen Dingen, die sind dran befestigt, können sie nicht verloren gehen, das ist schon mal gut. In der Höhe ist die Isomatte knapp 5 cm hoch. Ich habe sie jetzt schon oft getestet, wie gesagt, seit über einem Jahr im Einsatz bei verschiedensten Schlafgelegenheiten, mit zu Freunden genommen etc. Und muss sagen, sie ist durchaus gemütlich, sogar mal ein bisschen für Seitenschläfer, wenn man noch ein ordentlich hohes Kissen mit dabei hat, geht das durchaus. Und sie isoliert dank des Schaumstoffes natürlich auch super, bei 5 cm, da gehen wir locker bis 0 Grad mit dieser Matte runter, das geht. Wenn du dich für diese Matte interessierst und auch für meine anderen Empfehlungen bei selbst aufblasenden Isomatten, ne, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, wie immer bei meinen Videos unten drin, einige Vorschläge, was man sich so kaufen kann. Wenn du eine Frage dazu hast, gerne unten in die Kommentare rein damit. Wie benutzen wir die Matte? Wer das noch nicht weiß, bei selbst aufblasenden Isomatten, ne, hier vorne habt ihr ein Ventil, das ist dieses hier. Und das dreht ihr ganz einfach auf. Und dann hört ihr schon ein ganz klein bisschen, kommt da Luft rein, die wird einfach durch Unterdruck eingesogen. Beim ersten Mal auspacken, wo sie dann die ganze Zeit in der Fabrik oder Lagerhalle natürlich zusammengepresst war, einmal 24 Stunden aufblasen. Und dann geht das Ganze normalerweise relativ schnell, innerhalb von ein, zwei Minuten legt ihr die dann hin, ne? Und dann bläst sie sich von selbst auf, wenn ihr das Ventil aufmacht und wenn sie voll ist, beziehungsweise sie wird nie ganz stramm voll, da kann man nachpusten, ist aber nicht empfehlenswert, dann kann man das Ventil wieder zumachen und sich schön drauf legen. Wenn ihr sie lagern wollt, nicht so, ne, so wie ich sie hier gerade habe, das ist nur zum Transportieren, habe ich sie so eingepackt in den Rucksack, sondern ihr lasst sie aufgeblasen, ihr könnt auch das Ventil offen lassen gerne, irgendwo hinter den Kleiderschrank stellen, dann wird das Material nicht so auf Dauer belastet. Was sind jetzt die Vor- und Nachteile dieser Matte? Vorteil ist natürlich der Preis, weil in dem Preisbereich gibt es solche Matten selten. Wir haben zum Beispiel von Grand Canyon auch noch eine Matte, die ich auch mal getestet habe und für gut befinde. Die gibt es im Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Als auch, dass sie relativ gut isoliert und ziemlich bequem ist mit ihren 5 cm Höhe. Ne? Als Camping-Isomatte ist sie halt gedacht und nicht als Trekking-Isomatte. Nachteil ist, dass sie typischerweise relativ sperrig ist und dass sie auch 1,1 Kilo wiegt. Muss man wissen, ob man das braucht. Beim Camping mit dem Auto zum Beispiel oder Festival ist es natürlich meistens nicht so wichtig, wie viel jetzt etwas wiegt. Da kann man auf 300 Gramm mehr oder weniger natürlich verzichten, oder das ist einem dann im Endeffekt nicht so wichtig. Wir haben übrigens auch unten an der Isomatte, ich versuche das kurz für euch einzufangen, hier ganz leichte beschichtete Musterung, damit die nicht so wegrutscht, und das funktioniert ganz gut. Das heißt natürlich nicht, dass sie auf spiegelglatter Oberfläche überhaupt nicht mehr rutscht, aber sie verhindert zumindest ein bisschen das Wegrutschen. Also jetzt zum Beispiel, dass wenn ihr mit dem Schlafsack drauf liegt, dass ihr dann nicht so viel von der Matte runterrutscht. Das funktioniert ziemlich gut.
Aber auch wenn die sich toll anhört für alle Hobbycamper und ähnliche Leute, muss ich leider trotzdem über diese Matte ein bisschen meckern. Wie gesagt, ich habe sie jetzt seit über einem Jahr in Gebrauch und langsam tritt ein kleines Problem auf, das sehr oft bei selbst aufblasenden Matten in der Preiskategorie, zum Beispiel auch bei Decathlon, auftritt einfach irgendwann, was auch oft in Kommentaren, wenn man sich Rezensionen durchliest, bemängelt wird. Und zwar, dass die Matten über Nacht an Luft verlieren. Das ist bei dieser tatsächlich mittlerweile auch der Fall. Ich habe noch nicht ganz genau geguckt, woran das liegt. Normalerweise ist das immer, hat das mit dem Ventil zu tun. Na, ihr seht das, diese Keilform von Ventil, die ist relativ üblich, aber oftmals, ja, treten dann irgendwann Probleme auf, sie halten den Druck nicht mehr stand und dann tritt über Nacht ein bisschen Luft aus. Das heißt aber nicht, dass ihr überhaupt nicht mehr auf der liegen könnt und dass auch die Isolation nicht mehr gegeben wäre, weil das ist mir jetzt passiert, ne, beim letzten Festival, wo ich war. Und das war aber im Prinzip auch nicht so schlimm. Ne? Sie war dann weniger bequem, das war trotzdem noch bequem und warm. Aber das soll natürlich nicht sein. Jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht nach über einem Jahr eine 12-Euro Isomatte zurückgeben kann. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich werde gucken, ob ich sie irgendwie repariert bekomme. Ne? Dann lasse ich euch vielleicht nochmal wissen in den Kommentaren, wie gut das geklappt hat hier beim Ventil. Ob ich das hinbekommen habe, ob ich euch da einen Tipp geben kann. Falls ihr selbst eine aufblasende Isomatte habt, die auch so ein ähnliches Problem habt, dass ihr da vielleicht was bewerkstelligen könnt. Aber so lange kann ich sie natürlich nicht für jemanden empfehlen, der ein langfristiges Produkt sucht. Nicht? Also, wenn du zum Beispiel eine Isomatte suchst, mit der du dreimal im Jahr auf Festival gehst und nicht wie ich 30 Mal im Jahr locker unterwegs ist mit der Matte, dann ist sie auf jeden Fall was für dich. Wenn du etwas im Low-Budget-Bereich, also mit wenig Taschengeld sozusagen, suchst, wenn du aber natürlich was Vernünftiges suchst, was du auch längerfristig mitnehmen kannst, was eine gute Qualität aufweist, dann muss ich dich natürlich zum Beispiel an den Hersteller Thermarest empfehlen, wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, was die Verarbeitungsqualität angeht. Da gebe ich dir unten natürlich auch einen Link. Eine andere Matratze werde ich da in Zukunft auch nochmal vorstellen. Die ist aber ja ungefähr 5-mal so teuer und auch nicht so hoch. Ja. Also, ne, das eine hat sein Für und das andere hat sein Wider und beides hat ein Für und Wider. Im Endeffekt musst du selbst gucken, was dir wichtig ist und wofür du dein Geld ausgeben möchtest. Ich hoffe, diese kleine Langzeit-Review zu der Isomatte hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Schreib mir gerne deine Erfahrung mit dieser Isomatte, als auch allgemein mit dem Problem bei selbst aufblasenden Isomatten mit dem Ventil. Gerne mal unten in die Kommentare, da würde mich mal interessieren, noch von mehr verschiedenen Marken, da die Eindrücke zu hören, ob das ein oft auftretendes Problem ist. Ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Videos. Einfach durchklicken für Ausrüstungsvideos, unten in der Videobeschreibung alle Infos, die du brauchst. Ansonsten, wenn da mal was nicht ist, unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte, wir sind alle happy. Alles klar. Ich sag dir mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.